Leute, ich bin's Conny und es ist wieder Zeit, dass wir versuchen, kostenlos Robux zu bekommen. Dafür gehen wir als erstes mal wieder auf die Roblox.com Seite. Wusch! Und angekommen auf Roblox gebe ich hier natürlich erstmal oben ein Free Robux und schau mir an, was es heute wieder so für Erlebnisse dort gibt. Vielleicht gibt es ja was Neues. Also es gibt auf jeden Fall hier schon mal ein neues Vorschaubild. Oh, das ist dieselbe, die wir schon beim letzten Mal gespielt haben. Die ist in letzter Zeit auch richtig häufig hier zu sehen. Hier ist nochmal genau das gleiche. Aber wir versuchen ja jetzt mal kostenlos Robux zu bekommen. Gucken wir mal hier New Robux Obby Free. Das sieht nicht ganz nach einer Obby aus. Okay, hier sind auch andere Leute drin. Es ist eine interessante Map für eine Obby. Aber gucken wir einfach mal weiter. Hier gibt es auf jeden Fall schon 76.660 Robux, die donated wurden. Angeblich. Man kann die Zahlen natürlich auch selber bearbeiten. Okay, wir müssen zum Ende der Obby schaffen für eine Special Surprise. Ich weiß nicht, wie lange ich bis zum Ende der Obby brauche. Aber ich versuche es einfach mal. Ich glaube, der Person, die die Obby gemacht hat, dass sie es selbst gemacht hat. Weil hier noch so die größten Anfängerfehler bei Obbys drin sind. Erstens, Spieler können miteinander colliden. Zweitens, wenn man runterfällt, fällt man erstmal aus der gesamten Map raus, bis man neu spawnt. Wenn man tot ist, muss man irgendwie 20 Minuten warten. Das ist richtig nervig. Aber ja, man muss tun, was man tun muss, ne? Uiuiui. Aber ich glaube, da ja die Person halt die Obby auch selber gemacht hat, wird sie auch gar nicht so lange sein. Hier hinten kommt jetzt schon Pfeil und war's das? Oh, jetzt bin ich hier. Skip stage if you... Okay. Look around for code. Ich suche nach dem Code. Ich suche nach dem Code. Das ist interessant. Das ist mal ein interessantes Obby-Element. Aber ich finde hier tatsächlich gar keinen Code. Oder? Doch, 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 doch. Hier. Wenn ich so gucke, steht hier 12. Der Code ist 1, 2, 3, 4. Ich habe ihn gefunden. Okay. Ist ein guter Code. Den versuche ich mal. 1, 2, 3, 4. Enter. Aha, ich habe es geschafft. Das war cool. Also das ist mal eine andere Obby. Also wahrscheinlich gibt es so eine Art Obby auch schon, aber... Es ist mal was anderes als die anderen Obbys, die man immer findet, wenn man nach Free Robux sucht. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass man am Ende keine kostenlosen Robux bekommt. Weil die Obby scheint, auch wenn hier jemand offensichtlich sich ein paar Gedanken reingesteckt hat, scheint noch von einem Anfänger zu sein. Was heißt von einem Anfänger? Von einem relativen Anfänger. Ah, diese... Die soll da endlich weggehen. Die blockiert mich die ganze Zeit. Dankeschön. Danke, dass du tot bist. Dann kann ich jetzt endlich durch. Und es gibt eine Rutsche! Aua. Oh, die Wand war dicker, als ich dachte. Lol. Wenn ich hier über den Rand drüber laufe, dann gibt es keine Rutsche. Ha. Hopp. Und hopp und hopp und hopp. Jetzt geht's hier einfach weiter. So weit wie ich hat es noch nie jemand geschafft. Oder, oh doch, es gibt Leute bei Stage 59. Warte, es gibt 59 Stage? Also mehr als 59 Stages. Ich dachte wirklich, das ist eine kleine Obby. Aha, ich glaube, dann will ich es doch nicht hier komplett durchschaffen. Oh, dieses Obby-Element, das kenne ich. Aber genau mit denselben Farben. Es ist auch genau dasselbe. Das habe ich in einer anderen Obby heute schon gespielt. Uh-oh. Na gut, gucken wir einfach mal hoch. Die Person hat sich dann doch ein bisschen mehr aus der Toolbox bedient. Ist ja auch in Ordnung. Aber ja, es geht noch eine Weile weiter, bis wir da hinten sind. Jetzt droppen wir einmal runter. Hui! Und es gibt den nächsten Code, den ich finden muss. Code somewhere in this room. Was bedeuten diese Punkte? Ach, das sind die Schatten von den Lampen. Kennt man, wenn Lampen Schatten werfen. Dann schauen wir uns mal um für den Code. Gucken wir wieder, ob er sich in der Kiste befindet. Nein, diesmal sehe ich ihn nicht in der Kiste. Auch nicht hier. Dann gibt es ja auch noch dieses Plakat hier. Aber meint ihr, der Code ist... ist irgendwas hiervon? Wir können es nicht wissen. Ah, hier ist der Code. 2000. Muss die Kamera nur hochbewegen. Okay. 2, 0, 0, 0. Enter. Easy. Drop down. Mache ich. Hier liegt eine Leiche. Ach, wie cool. Hopp. Oh. Ah, da war ich gerade zu confident. Okay, ich gehe doch über die sichere Seite. Und dann sind wir durch. Hopp, 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 hopp. Ich habe gerade zu viel Spaß an der Obby. Ich will eigentlich schon vorher abbrechen, weil ich... Bin mir sehr sicher, ich kriege hier keine gratis Robux. Aber ich habe gerade irgendwie Spaß, deswegen spiele ich weiter. It's getting harder. Keep for a surprise. Noch härter will ich gar nicht. Ich will nicht, dass es härter wird. Aber diese Sprünge hier sind leichter als die Sprünge, die wir vorhin hatten. Weil hier sind die Wände jetzt nicht mehr so unglaublich dick wie vorhin. Oh nein, wie konnte ich da runterfallen? Hopp. Oh, oh. Laufen wir weiter. Und hopp. Und dann gucken wir hier einfach mal durch. Die ganze Zeit Leertaste drücken. Und wir haben es durchgeschafft. Oh, das ist gemein. Warum sind die auf einmal so nah beieinander? Kann ich... Nee, ich kann mich hier nicht auf den Rand stellen, weil ich kein Roblox-Charakter bin, sondern... Weil ich kein Block-Charakter bin. Na gut. Oh nein, warum habe ich mich gedreht? Ich bin so dumm. Ich stand da und wollte gerade mit der Kamera so zur Seite gucken, ob ich es berühre oder nicht. Und dann habe ich es berührt, deswegen. Easy, einfach durchgerusht. Hä? Warum nicht von Anfang an so? So, jetzt hier noch rüber. Hopp, hopp, hopp. Und hier muss ich einfach rüberlaufen, oder? Oh, ich falle stundenlang, bis man stirbt. Da muss man noch stundenlang warten. Okay, gibt's hier irgendwo Collisions? Nee. Also links kann ich nicht gehen. Das Blöde ist, ich muss halt austesten, ob hier irgendwo Boden ist. Ja, da war Boden. Aber auch gemein, dass die es komplett unsichtbar machen.
Und nicht nur ein bisschen, weil so kann man das ja gar nicht sehen. Okay, ich hab's rüber geschafft. Und dann hier rüber. Easy. Oh, damit konnte ja auch keiner rechnen. Aber ich hab's durchgeschafft. Auch wieder easy. Easy. Hier habe ich's auch rüber geschafft. Hopp, hopp. Das wurde langsam zu einer Troll-Obby. Hier will ich mich gar nicht erst durchbegeben. Wenn man stirbt, ist das immer so unangenehm. Oh, das ist tatsächlich hart, wenn man auf diesen Teilen gar keinen richtigen Halt bekommt. Schaffe ich es hier rauf? Nein. Oh, das ist auch so unangenehm, dass man hier immer eine Stunde warten muss, bis man wieder spawnt. Also hat dann gar keinen Spaß daran, Sachen auszuprobieren. Okay, ich versuche es jetzt noch einmal und dann ist mir der Spielspaß weg. Und ich habe es nicht geschafft. Das heißt, das war's mit dieser Obby. Wir versuchen was anderes. Auf jeden Fall eine nette Obby. Hier gibt es auch noch ganz viele andere Spiele, die so tun, als würde man Free Robux bekommen, aber die einzigen, die wirklich Free Robux bekommen, sind die Betreiber der Spiele. Ich würde sagen, wir machen einfach mal dasselbe, was die auch machen. Deshalb können wir vielleicht nicht abziehen. Aber ihr erinnert euch doch noch an mein letztes Video, in dem ich euch gezeigt habe, wie ihr eure eigene Obby macht, mit der ihr dann Robux verdienen könnt. Ich denke, wir nehmen uns jetzt einfach mal das hier. Diese Sachen hier nehmen wir uns. Hübsche Vorschaubilder. Das geht ganz einfach. Wir suchen uns eins aus. Rechtsklick. Und jetzt sagen wir einfach Bild speichern. Speichern wir das. Speichern wir das. Und speichern wir das. Dann gehen wir noch auf dieses Bild hier. Gehen hier auf Bild. Dann wieder speichern. Lustigerweise hat das hier schon so eine schlechte Auflösung. Das wurde schon so oft geklaut von irgendwo, dass das alles schon so eine richtig schlechte Auflösung hat, weil jedes Mal runterkomprimiert wird. Bin dann mal in Roblox Studio gegangen und werde mich hier gleich mal anmelden. Und zwar mit meinem Testboss-Boss-Account. Da haben wir ja die Super-Mega-Fun-Obby gemacht. Wenn ihr nicht wisst, wie man diese Super-Mega-Fun-Obby hier erstellt, ich kann sie euch mal zeigen. Ich drücke hier auf Play und dann wird aus dem Nichts eine Obby einfach zufällig generiert, die dann gespielt werden kann. Und dann schaut euch das Video an, das ich jetzt hoffentlich in der Infocard verlinke. Klickt ihr einfach oben auf das i und dann schaut euch das andere gratis Robux bekommen Video an, wo ich euch dann zeige, wie ihr so eine Obby erstellt, um wirklich gratis Robux zu kriegen. Hier werden wir jetzt diese Obby einmal nehmen und richtig vermarkten, dass sie viel mehr Spieler bekommt. Dafür klicke ich dann hier oben auf File. Dann Save to File as hier auf dem Desktop und nenne das Super Mega Fun Obby Free to Play. Okay, gehen wir auf Speichern. Und ich würde sagen, ich melde mich hier mit irgendeinem meiner zweiten Accounts an. Muss dann Capture lösen, klar. So rum ist das richtig. Bam. So, dann nehme ich jetzt die Datei, die ich eben gespeichert habe. Super Mega Fun Obby Free to Play RBXL und ziehe die hier einfach rein. Und dann wird sie mit Roblox Studio geöffnet. Dann haben wir das hier schon drin. Und alles, was wir noch machen müssen, ist das Spiel richtig zu veröffentlichen. Also gehe ich hier oben auf File. Dann auf Publish to Roblox as. Dann Create New Game. Und jetzt klauen wir einfach alles, was hier steht. Beenden Sie die Obby für Geld Roblox Money. So, schreibe ich hier rein. Description nehme ich einfach hier. Reinkopiert. Dann drücke ich auf Create. Und wir müssen natürlich jetzt noch die Game Settings machen. Das heißt, wir erstellen hier bei Monetization. Jetzt scrollen wir einmal nach unten. Gehen dann auf Developer Products. Erstellen dann neues Product. Editen. Dann sagen wir Skip Stage. Das machen wir schon günstig. Kostet, sagen wir, 6 Robux. Ne? Können dann hier bei Monetization unten auf Rechtsklick. Copy ID to Clipboard gehen. Und einmal hier schnell in Server Script Service Server gehen. Dann auf Market. Hier Skip Stage. Bap. Mit ID reinkopiert. Dann haben wir hier die Beenden Sie Obby für Geld. Da kann ich hier auf das Zahnrad gehen. Dann auf Configure Start Place. Dann kann ich hier schon mal aufs Icon gehen. Wähle eine andere Datei aus. Nehme dafür einfach die Datei, die ich eben gespeichert habe. Dann auf Thumbnails. Und dann füge ich ein paar Thumbnails hinzu. Und zwar das hier. Dann noch das hier. Dann das hier. Dann gehe ich auf Access. Mache den Maximum Visitor Count hoch auf 30. 30 ist immer gut. Wo haben wir? Wo haben wir? Hier 30. Dann sage ich hier Allow Private Servers. Aber Private Servers kostet 10 Robux. Weil günstiger kann man die nicht machen. Drücken wir hier auch auf Save. Und jetzt, wo wir hier auf dieser Spielseite sind, die ja schon mal ganz gut aussieht, gehe ich hier unten auf Shop. Dann auf Pass hinzufügen. Dann müssen wir noch die Game Pässe erstellen. Einmal Speed Coil. Da können wir uns einfach von dieser Seite hier bedienen. Und dann einfach hier die Bilder speichern. Gravity Coil speichere ich natürlich auch. Und nehme mir dann die Bilder von hier. Verify Upload. Und dann das nächste Ding. Und den letzten Game Pass, den unser Spiel hat, hat dieses Spiel hier nicht. Also können wir gar nicht von hier klauen. Sondern geben einfach ein Unlimited Health Game Pass. Gehen dann auf Bilder. Und dann haben wir hier schon ein schönes Bild, das wir aus dem Internet klauen können. Können das dann auswählen. So, blub, Preview. Und dann Verify Upload. Dann haben wir die Game Pass hier erstellt. Können dann wieder zu unserer Obby zurückgehen. Gehen hier auf Shop. Jetzt müssen wir die nur noch konfigurieren. Dafür klicken wir hier auf das Zahnrad, dann auf Configure. Gehen auf Angebot und drücken auf Item mein Angebot. Das Ding kostet 15 Robux. Speichern. Hier dann zu Gravity Coil Configure. Auf Angebot. Stellst ins Angebot. Die Gravity Coil bringt dann, sagen wir mal, 15 Robux. Dann hier wieder auf Speichern. Kopieren wir die ID hier oben aus dem Link raus. Hier dann wieder auf Roblox Studio. Dann zur Gravity Coil und paste die ID hier rein. Als nächstes dann noch den Cloud Game Pass. Gehe ich auch wieder auf Configure. Dann auf Angebot. Stell das Item ins Angebot.
Cloud kostet dann 65 Robux. Speichern, zu Infos gehen, ID kopieren, hier unten rauf, Cloud reinpasten und dann gehe ich auf der Seite wieder zurück zu den Game Passen und der letzte Game Pass, Infinite Health, gehen wir auch rein, stellen ihn ins Angebot und der kostet 35 Robux. Auf Speichern, dann zu den Infos gehen, dann packt ihr die hier rein, gehen dann auf Starter GUI, dann auf Client. Wir gehen dann hier noch auf den Skip Frame, öffnen den, machen hier unten bei Visible einmal einen Check, damit wir den auch sehen. Und dann sehen wir, hier steht nämlich schon der Skip Stage Ding drin. Gehen auf Main, dann auf Purchase und dann auf Price. Und dann ändere ich den Price im Feld Text zu 7 Robux. Ich glaube, das hat 7 gekostet. Wir können aber gleich nochmal nachgucken, indem wir hier einfach auf Home, dann auf Game Settings gehen, dann auf Monetization und dann sehen wir 6 Robux kostet es, also ändern wir das auch zu 6. Den Skipframe machen wir dann wieder aus, indem ich hier Visible ausschalte. Und dann teste ich das Spiel einmal, um zu gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. So, wir sind im Spiel drin. Da hinten baut sich jetzt langsam die Obby auf. Wunderbar. Ich klicke hier einfach mal auf Settings, mache die Musik aus, das funktioniert. Gehe dann auf den Shop. Hier ist der Cloud Game Pass, ich klicke den mal an. Third-Party-Sales sind nicht aktiviert. Okay, dann haben wir irgendwas noch nicht konfiguriert. Und als allerletztes müssen wir natürlich hier noch auf Client gehen, öffnen das, dann gehen wir auf Shop und hier sind dann nochmal die Game Pass IDs, die wir auch alle ersetzen müssen durch unsere Game Pass IDs, die wir hier oben schon beim Market hatten. Das heißt, wir kopieren uns die hier raus und die hier rein und die hier raus und die hier rein und die hier raus und die hier rein und die hier raus und die hier rein. Als allerletztes ist hier noch die Skip Stage Prompt Purchase und dafür müssen wir hier einmal nach oben scrollen und holen uns hier die Skip Stage ID. Gehen wir hier rein, kopieren die da rein und damit haben wir jetzt auch alles übernommen. Ich drücke auf Publish to Roblox, dann einmal auf Play, um das Ganze zu testen. Wir gehen rein, hier hinten baut sich die Obby jetzt langsam auf, immer mehr Stages kommen dazu, wunderbar. Und jetzt testen wir das Ganze, ich klicke hier links auf die Settings, dann mache ich auf Musik aus, weil mich die Musik nervt. Dann gehe ich hier auf den Shop und sehe Infinite Health, Cloud, Gravity Coil, Speed Coil, alle sind da, überall steht Owned, also kann ich die auch überall nicht kaufen, weil wenn ihr das Spiel erstellt habt, dann ownt ihr ja eure eigenen Game Pässe. Das heißt, wir haben auch den Cloud Game Pass und können jetzt hier einfach rüberfliegen, wie wir lustig sind. Und ich würde sagen, da das eine Free Robux Obby ist und die Leute niemals das Ende erreichen sollen, machen wir noch eine Sache. Wir gehen hier in Server Storage in die Settings, öffnen die auf und sagen dann Stages nicht 300, sondern sagen wir einfach mal 1500. Da werden sich zwar einige wiederholen, aber ist in Ordnung. Ich drücke jetzt noch einmal auf Publish to Roblox, gehe dann hier auf die Game Settings, auf Permissions und dann drücke ich auf Public, dass es jetzt auch öffentlich ist und alle Leute joinen können, wie sie lustig sind. Wir sind hier fertig. Ich schließe das ganze Ding. Gehe dann auf mein Profil und ihr seht hier auf eurem Profil ist jetzt Beenden Sie Obby für Geld Roblox Money. Dann kann ich hier auf Play drücken. Das Spiel wird gestartet. Und ihr seid jetzt in eurer eigenen Free Robux Obby. Die könnt ihr natürlich noch gestalten, wie ihr wollt. Hübscher machen, Sachen hinzufügen, Sachen entfernen. Wie ihr auch lustig seid. Ich habe zum Beispiel schon alle Game Pass. Ich mache mal die Musik aus. Und ihr seht da hinten, die Obby erweitert sich immer weiter. Das heißt, gar keine Chance, die jemals zu Ende zu bringen. Wobei, eigentlich schon. Es würde nur eine Weile dauern. Das sind ja alles ziemlich easy Stages. Hier, man braucht halt nur eine Menge Geduld, um durch das Ding durchzukommen. Und für alle, die jetzt die ganze Zeit hier dabei gewesen sind, die am Video dran geblieben sind, bei denen möchte ich mich herzlich bedanken, dass ihr das Video bis zu diesem Zeitpunkt geguckt habt. Als Dankeschön dafür verrate ich euch ein Geheimnis. Diese Obby hier, die ist in der Videobeschreibung verlinkt und ich werde sie öffentlich stellen. Das heißt, ihr könnt die Obby einfach so wie sie ist, so wie ich sie hier konfiguriert habe, direkt von Roblox runterladen und dann auf eurem Spiel selbst hochladen. Ihr müsst natürlich die Gamepässe auch nochmal alle selber erstellen, so wie ich sie im Video gemacht habe. Aber ihr habt das Video geschaut, also wisst ihr, wie das geht. Und dann habt ihr kaum Aufwand, um so ein Ding bei euch selbst hochzuladen. Um das zu machen, gehe ich hier einfach mal auf Beenden Sie die Obby für Geld. Klicke hier oben auf die drei Punkte. Dann gehe ich auf diesen Ort konfigurieren, gehe auf Permissions und sag hier unten Other Permissions kopieren erlauben. Das speichere ich jetzt. Jetzt sagt er, Achtung, ja, ja, ich möchte, dass der Place gekopiert wird. Ich sage Save und ihr könnt euch das Spiel jetzt runterladen. Ich mache das mal mit meinem Roblox Main Account. Jetzt bin ich wieder mit Roblox Conny angemeldet. Und ihr seht, ich kann hier oben auf die drei Punkte drücken und hier steht Bearbeiten und Download. Und ihr müsst auf Download gehen und könnt die Datei dann in eurem eigenen Roblox Studio bearbeiten. Als Beweis, dass das ein anderer Account ist, ist ja eigentlich offensichtlich, aber hier. Ich gehe in das Spiel rein, tada, und ich bin hier mit Roblox Conny drin. Und hier oben steht nicht, dass ich der Entwickler des Spiels bin, weil ich habe das ja mit einem anderen Account gemacht. Also Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!